haben aber Freundin wie eine Räne. An der Platte machen wir uns eben auch. Ich meine, das ganze Gelumme, was wir noch brauchen, nicht zu glauben. Alleine die Benunzen vom Fensterbursche. Weiß ich auch nicht, alles ein bisschen viel. Na, Herr Frau Bipsch, macht euch mal keinen Nüffel. Verstehen ist einfach, wenn der Finanzpartner aus der Region kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels gegen die Stuttgarter Kickers. Kickers gegen Kickers, das ist ein besonderes Spiel, für mich ganz besonders. Vor genau 40 Jahren war das mein allererstes Spiel hier oben am Biberer Berg. Der UFC gewann damals 7:0. Also das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte. Beide Teams haben ja dann auch zwischenzeitlich nochmal in der ersten Bundesliga gespielt. Also und jetzt trifft man sich eben hier in der Regionalliga im Sparda-Bank Hessen-Stadion. Ich darf recht herzlich begrüßen Jan-Hendrik Marx, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Und den Cheftrainer Oliver Reck. Hallo. Tja, Jan-Hendrik, wie sieht's aus? Das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, im Auswärtsspiel in Trier. Aber kann man jetzt umschalten und was ist jetzt die Ansage für Stuttgart? Ja, wir haben uns natürlich die Szene nochmal angeschaut. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben, was wir besser machen wollen. Und ja, wir gehen das nächste Spiel jetzt wieder an. Das alte Spiel ist Vergangenheit und jetzt geht es darum, zu Hause zu punkten. Wie ist es bei dir persönlich? Bist du richtig gut im Tritt und topfit? Ja, ich habe zum Glück keine Probleme. Wir haben ja leider genug angeschlagene Spieler. Toi, 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 dass da alle wieder zurückkommen, so schnell wie es geht. Aber ich bin zuversichtlich, dass jeder, der auf dem Platz steht, am Wochenende alles gibt und dass wir da ein positives Ergebnis bestreiten können. Gibst du mir die Steilvorlage auch für den Trainer? Das ist ja eine extrem schwierige Situation, unheimlich viele Verletzte auf der einen Seite, dann kommen jetzt auch noch Gelbsperren dazu, Gelb-Rot-Sperren dazu. Kriegen wir denn eine Mannschaft zusammen? Ja, wir kriegen eine Mannschaft zusammen und es ist immer gut, wenn man über Spieler sprechen kann, die auf dem Platz stehen. Wir haben immer noch genügend Jungs, die nicht nur heute auf dem Trainingsplatz stehen, sondern auch am Samstag spielen werden. Wir haben mit Sebald und Wandli zwei Torhüter, mit Aaron Frey, mit Benny Kirschhoff, Christos Doilas, Alexandros Theodoradis, Jan-Hendrik Marx, Maslanka, Selim Sentürk, Tren Hoca, Ko Savada wird dabei sein, Serkan Firat, Serkan Göscher, Ihab Davische, Matthew Taylor, Kostas, dann haben wir dabei den Dominik Grinic von der U19 und den Nikola Jürgens von der U19. Die werden im Aufgebot sein. Kleines Fragezeichen steht noch in der Mike Vetter. Da wollen wir abwarten, wie das die Trainingseindrücke sind, wie es ihm geht in den nächsten zwei Tagen. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum Samstag und das wird der Kader sein für den Samstag. Und wir werden alles dafür tun, dass wir mit 3 Punkten nach Hause gehen. Wir werden uns reinhauen. Wir werden mit der Unterstützung unseres fantastischen Publikums und das wir auch brauchen werden am Samstag, hoffen, dass wir einen Dreier landen werden. Du bist bekannt dafür, dass du nicht jammerst, wenn viele Ausfälle zu beklagen sind. Aber es sind ja nun mal viele Ausfälle und dadurch wird der Kader ja nicht unbedingt stärker. Du hast die Leute jetzt da gesagt, die sind stark genug, sie können auf dem Platz stehen, klar. Aber für dich ist es schon schwer. Es gibt nicht schwer und es gibt nicht leicht, sondern es gibt nur eine Situation, die so ist, wie sie ist. Und damit muss man umgehen. Und das versuchen wir in dem Fall auch. Und ich möchte nicht über die Jungs reden, die nicht dabei sind, sondern mehr über die Jungs sprechen, die dabei sind. Weil auf die wollen wir doch das Augenmerk legen am Samstag. Auf die kommt es drauf an. Und die müssen dann auch diese taktischen Vorgaben, wie wir an die Spieler herangehen, genau gnadenlos umsetzen. Jan-Hendrik hat es ja gerade gesagt, wir haben uns nochmal ein paar Bilder angeschaut aus dem letzten Spiel und man kann immer was verbessern, man muss was verbessern, um schlussendlich dann auch erfolgreich Fußball zu spielen. Jetzt haben wir genug über uns im Kader gesprochen, sprechen wir mal über die Stuttgarter Kickers. Ja, sehr, sehr auswärtsstark habe ich gesehen, 17 Punkte von 26, also die wissen schon, wie es funktioniert auswärts. Richtig, es ist eine Mannschaft, die auch wieder in der Winterpause verstärkt wurde. Der neue Trainer ist jetzt seit Anfang Januar, glaube ich, da und hat nochmal den Kader. Der Kader wurde ja nochmal vervollständigt und haben viele Positionswechsel gehabt in den letzten Spielen in ihrer Mannschaft. Und daher ist es nicht einfach, sich jetzt konkret auf den Gegner einzulassen. Aber
Wir wissen natürlich schon, wer auf uns zukommt und haben uns die Spieler und Spieler schon genau angeschaut. Und es kommt aber am Samstag drauf an, was der UFC tut. Vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Ja, Jan, vielleicht erstmal an dich eine Frage. Du bist Winterpause sozusagen komplett genutzt, um sie mit zu bestreiten. Hast gesagt, du hast keine Probleme. Kommst du wieder rein? Du hast jetzt zwei Spiele fast über die komplette Distanz bestritten. In der Ring war ich, glaube ich, zwei Minuten vor Schluss raus. Genau. Wie sehr hilft es, einfach wieder so in den Tritt zu kommen und wieder Sicherheit zu bekommen? Wie weit fühlst du dich da? Wie weit bist du da selbst? Ja, auf jeden Fall in der Winterpause konnte ich ja einige Freundschaftsspiele auch dann streiten. Das ist natürlich wichtig, den Rhythmus wieder reinzubekommen. Spielpraxis zusammen, Training und Spiele sind dann immer noch ein bisschen ein Unterschied. Und ja, ich fühle mich zum Glück gesund und ja, gehe die nächsten Spiele auch optimistisch an. Was erwartest du am Samstag jetzt für ein Spiel gegen die Kickers oder gegen die anderen Kickers? Ja, ich glaube, es gibt gar keine leichten Spiele mehr. Wichtig ist einfach auch nochmal ein Appell an die Fans, dass wir eine sehr junge Mannschaft sind, dass Fehler passieren. Wichtig ist, was wir daraus machen, dass wir als Mannschaft uns dagegen stellen, den Kampf annehmen. Und wie gesagt, es gibt keine leichten Spiele, wir wollen das gewinnen und das Spiel positiv bestreiten. Herr Reck, eine Frage an Sie. Samstag in Trier krippekrank. Erstmal die Frage, wie geht es an Ihnen? Sind Sie wieder? Ich stehe dem UFC zur Verfügung, sitze da. Ja. Und stehe auf dem Trainingsplatz und die Krankheit kann man nicht innerhalb von 3 Tagen wegschütteln, aber die Situation ist, glaube ich, im Moment so, dass wir alle gefragt sind, nicht nur der Trainer, sondern das Ganze drumherum. Und wir stellen uns der Situation und ich genauso. Und von daher geht es. Und es muss manchmal auch gehen. Vielleicht noch eine Frage zu Mike Vetter, weil Diagnose stand bis jetzt aus eigentlich. Jetzt habe ich kurz gestern mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, er will es probieren. Es hieß, am Samstag hätte ein dickes Knie gehabt. Was ist denn da im Moment wirklich dann Sachstand, ganz einfach? Was ist der Sachstand? Dass er letzte Woche im Training im Tritt oder sich das Knie ein bisschen verdreht hatte bei einer Aktion und ein bisschen dick wurde in der letzten Woche und jetzt haben wir ja so weit hergestellt, dass er zumindest wieder leichtes Training absolvieren kann und jetzt hoffen wir für ihn erstmal, dass er um eine Operation rumkommt und jetzt muss man einfach abwarten, wie die nächsten Tage verlaufen und bis zum Samstag haben wir jetzt noch ein paar Stunden Zeit und vielleicht spielt er auch eine Rolle im Kader, wollen wir mal abwarten. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann freuen wir uns auf ein tolles Spiel hier im Sparta-Bank-Heldenstadion am Biberer Berg gegen die Stuttgarter Kickers. Dankeschön.